das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Dienstagnacht, 1 Uhr, wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, wie immer in dieser Nacht. Telefonnummer 0800 220 50 50, wer gerne mit mir reden möchte. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heißt Thomas und der Thomas ist 24. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Hallo, hörst du mich, Domian? Ja, ich höre dich sehr gut. Um was geht's bei dir, Thomas? Ja, Domian, um deine geht's um Fremdgehen. Bist du der Fremdgeher? Nein, meine Freundin ist die Fremdgeherin mit meinem Vater. Oh, erzähl mal. Ja, wie soll ich dir erzählen? Ich kam aus dem Hafturlaub nach Hause, Domian. Im Mai wollte ganz friedlich ein schönes Wochenende verbringen. Ja. Komm mit den Jungs rein und sehe auf einmal die schöne, nette Dame mit meinem Vater auf der Couch am mit den Lippen am Berühren fast. Also du bist, bist du jetzt auch im Knast im Moment? Ja, bin ich, um ehrlich zu sein. Und du hattest da Freigang? Genau, in diesem Monat hatte ich Freigang, bin nach Hause gegangen und wollte halt ein schönes Wochenende verbringen. Wie lange musst du denn noch im Knast sein? Ich muss noch ungefähr 3 Monate. Warum sitzt du? Ich sitze wegen Körperverletzung. Was hast du denn gemacht? Ich habe jemanden geschlagen, unter anderem. Also ich habe mich damals geprügelt in meiner Jugend. Mit 19 Jahren habe ich mich geprügelt und kam da etwas in die Hand, was nicht sein sollte. Und deswegen hieß es dann vom Richter Knast. Da kam was in die Hand, was nicht sein sollte. Was kam denn da in die Hand? Ja, ich hatte eine Stange in der Hand. Ach so. Genau, damals, weil das ging da ein bisschen heftiger zu. Und wie lang ist deine Strafe insgesamt? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre? Genau. Das heißt, du hast diesen Menschen heftig zugerichtet? Ja, das hört jetzt ganz blöd an, durchs Telefon zugerichtet nicht. Die haben mich auch zugerichtet. Ich hatte auch ein gebrochenes Jochbein, hatte 2 Zähne fehlend und da musste ich mich irgendwie zur Wehr setzen. Das waren mehrere, die dir gegenüberstanden? Genau, das war auch damals wegen diesem Mädchen. Genau wegen diesem Mädchen. Ach, wegen dieses Mädchens? Genau wegen dieser Frau? Ja, die wurde angemacht und bei mir zu Hause hat jemand meine Schwester angemacht, wo wir zu Hause vor der Tür waren. Und da waren ganz viele kleine Geschichten, die da dazu geführt haben, dass ich dann das klären musste. Ja, dann kamen die zu dritt auf mich drauf und ich dann wieder hinterher und. Wie schwer wurden denn die anderen verletzt? Ja, auf jeden Fall schwerer als ich. Was heißt denn das? Du weißt es doch bestimmt konkret. Einer hat eine tiefe Narbe. Einer hat irgendwie, sein Finger kann er nicht bewegen und so, halt so welche Sachen. Eine tiefe Narbe sagt noch nichts aus. Ist, ja, im Gesicht. Ja, im Gesicht. So, das ging also damals schon um diese Frau. Und jetzt ist diese Frau, diese deine Freundin, hat irgendwie was mit deinem Vater. Genau, gehabt. Gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die immer noch was zu tun haben miteinander, weil ich habe keinen Kontakt mit den beiden. Als du das gesehen hast, du kommst da rein und siehst das, wussten die nicht, dass du kommst? Und warst du nicht angekündigt? Doch, wissen tun die das eigentlich schon. Nur die Frage ist, wann ich komme. Das ist die Frage. Manchmal fahre ich mit Zug von hier runter, manchmal hole ich mich an das Freund ab und dann nehme ich noch einen Namen, die Jungs abgeholt. Hast du denn Schlüssel für die Wohnung? Ja, ist ja unsere Wohnung. Ich wohne da. Ich bin angemeldet. Ja. Und die haben das nicht gehört, wie du da an einem Schlüssel rumgefummelt hast? Nee, ich bin sogar meiner Meinung nach ganz laut reingekommen, ganz laut stark, ganz cool und locker rein und hab sie dann gesehen auf der Couch sitzen mit den Lippen an Lippen. Aber sonst nichts? Also, sonst nichts, aber das ist ja schon eindeutig. Natürlich. Danach haben wir auch geredet und so versucht zu reden. Ich habe dann direkt wieder um mich geschlagen, aber... Ach du, genau, das wollte ich jetzt sagen, jetzt wollte ich fragen, wie du reagiert hast, als du das gesehen hast. Domian, ganz ehrlich, ich komme darauf bis jetzt immer noch nicht klar. Also wenn ich dran denke, fange ich schon an zu zittern. Ich bin reingekommen und hab dann die Vase gepackt, hab die in die Richtung geworfen von denen, hab dann verbal angefangen zu fluchen und die Jungs haben mich zurückgehalten, bis die Polizei kam. Wer sind die Jungs? Die Jungs von mir, ich war mit 3 Freunden unterwegs, die haben mich abgeholt und nach Hause gefahren. Also. Wir wollten eigentlich umziehen, was Schönes machen,
bisschen rausgehen, spazieren, feiern und sowas. Aber und dann seid ihr, ohne dass es zu Gewalttätigkeiten gekommen ist, wieder raus aus der Wohnung? Nee, die Polizei kam und hat mich abgeführt. Weil in Hafturlauben, wenn man irgendwie etwas zu Schulden kommen lässt mit der Polizei, wird man sofort wieder abgeführt. Wer hat denn die Polizei gerufen? Also die haben angerufen. Ah. Bist du denn der Frau oder deinem Vater gegenüber handgreiflich geworden? Bin ich. Was hast du denn gemacht? Ich habe eine Ohrfeige verteilt. Also ich wollte ehrlich noch mehr machen, aber ich kam nicht dazu. Die Jungs haben mich weggehalten und dann kam. Ohrfeige verteilt heißt dem Vater eine und deiner Freundin eine? Genau, die habe ich ins Gesicht gespuckt auch noch dazu. Was hast du gemacht? Gesicht gespuckt. Ins Gesicht gespuckt. Ja, und dann kam die Polizei und ich hatte nur 2,5 Stunden Urlaub. Das war's dann mit Freigang? Ja, das war's. Direkt dann abgeführt und dann unten im Keller schlafen. Und dann nächsten Tag ging es wieder zurück in die Anstalt, wo ich mich jetzt auch noch befinde. Ne? Das war eine Störung, ich habe nicht verstanden. Wo hast du geschlafen? Ja, im Keller, auf Polizeirevier. Im Polizeirevier. Ja, und du bist aber jetzt im Moment im Knast. Genau, ja. Zelle telefonieren. Ja. Hast du denn jetzt, seitdem sind ja nur einige Wochen vergangen und Monate, gab es irgendeinen Kontaktversuch gegenseitig, du und deine Freundin, du und dein Vater und du? Ja, ich habe einen Brief bekommen ohne Absender und da stand sehr ziemlich eindeutig ihre Schrift drauf, dass sie mit mir reden will, dass sie besuchen kommen will, aber bis jetzt ist nichts gekommen. Und ich habe eine Anzeige am Hals. Ich muss den Abend bezahlen und umsonst. Ich wäre schon längst zu Hause normalerweise. Mensch, ich verstehe dich so schlecht. Mein Empfang ist schlecht auf Zelle, ist ein schlechter Empfang. Ja. Wer will, dass du dich mit ihm in Verbindung setzt? Deine Freundin oder der Vater? Mein Vater kam nicht. Die Freundin? Ja, von den Scheinungen kam das jetzt nicht. Ich kann dich ganz fast nicht verstehen, Thomas. Schade. Von dem Schweinehund kam es nicht so mehr, nur von der Freundin. Ja, nur von der Freundin. Habe ich es richtig verstanden? Es kam nur von der Freundin was? Richtig. Und die Freundin will sich mit dir auseinandersetzen? Die hat mal einen Brief geschrieben vor 2 Monaten. Jetzt kam noch nicht. Thomas, es tut mir leid, wir müssen mal unterbrechen. Das ist zu schlecht mit der Leitung. Wir verstehen dich nicht. Leg mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay. Okay. Das ist schade. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er aus dem Knast anruft und da sind irgendwelche Störsender eingebaut. Ich weiß es nicht. Ruben ist hier. Ruben ist 31. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. So, dich verstehe ich besser. Ja, hoffe ich doch. Ich rufe auch nicht aus dem Gefängnis an. Sehr gut. Und was geht's bei dir, Ruben? Ja, also bei mir geht es halt um eigentlich gar keine schlimme Geschichte. Es ist für mich halt nur eine persönliche Zwickmühle, in der ich mich befinde. Und zwar geht es um ein großes Unglücklichsein in meiner beruflichen Situation und das, was ich jetzt mache und vielleicht auch die nächsten 30, 40 Jahre machen muss. Was machst du denn beruflich? Also ich bin Arzt vom Beruf, bin jetzt seit 2 Jahren Facharzt, 5 Jahre halt die Weiterbildung zum Anästhesisten und bin halt mittlerweile auf so einem Level angekommen. Ich möchte jetzt nicht so einen typischen Burnout jetzt hier wieder beschwören, aber an einem Level angekommen, wo ich nicht mehr weiß, ob ich diesen Beruf so weitermachen möchte, wie er aktuell in Deutschland ausgeübt werden muss. Und das ist mein großes Dilemma, dass ich... Das ist natürlich ein enormes Dilemma. Du hast ja eine Riesenausbildung hinter dir und fünf Jahre Facharztausbildung auch noch. 6 Jahre Studium halt, die 5 Jahre Facharztausbildung und jetzt 2 Jahre halt als Facharzt auch in der Klinik. Im Beruf, in der Klinik. Und Zusatzausbildung Notarzt habe ich auch. Also War das denn mal dein Traumberuf gewesen damals? Ja, den wollte ich eigentlich schon, es klingt immer albern, wenn man sowas sagte, aber den wollte ich wirklich schon, seitdem ich 5 oder 6 bin, machen. Ja. Ich weiß nicht, ob man was drauf geben kann, aber ich wollte es da schon werden. Ja. Da kam nie ein anderer Berufswunsch dazwischen. Ja, und jetzt? Was ist jetzt passiert, dass du so so indifferent bist bezüglich des Berufes? Also das Dilemma ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen die Realität, die ich jetzt halt mittlerweile akzeptiere oder festgestellt habe und jetzt im Krankenhaus und ich glaube, dass es da irgendwann so ein Licht am Ende des Tunnels gibt, wo es dann einfach anders wird. Davon gehe ich mittlerweile nicht mehr aus. Was ist denn das für eine Realität im Krankenhaus, die dich jetzt an deinem Beruf zweifeln lässt? Das sind viele Punkte. Zum einen ist es die Tätigkeit als Anästhesist. Das ist Punkt 1. Also ich bin halt die ersten 6 Stunden, 5 Stunden am Tag im OP. Also wir erklären es vielleicht für die wenigen, die es nicht wissen. Das sind die Ärzte, die uns immer so schön in die Narkose beamen. Ne? Genau, sie werden gleich einschlafen. Wovon möchten sie träumen? Erzählen sie mal was. Und davon werden sie gleich ganz viel sehen. Und jetzt machen sie mal die Augen zu. Und dann. Das heißt, dein Arbeitsplatz ist wirklich immer der OP, ne?
also die ersten Stunden des Tages. Die Operationen sind ja meistens immer morgens und aus der Notoperation, die sind auch später und danach bin ich dann eigentlich immer auf der Intensivstation. Also wir sind halt Ärzte, die halt gut mit Patienten umgehen können, die halt in Anführungszeichen länger schlafen. Also das ist dann halt im OP so und halt auch auf der Intensivstation leider. Und ja, und das ist das Dilemma. Also einerseits ist es die Eintönigkeit, das hatte der Kollege von dir, der Ronald, glaube ich, eben gesagt. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass es vielleicht wirklich die Eintönigkeit ist und gar nicht meine Unzufriedenheit mit dem Beruf als solchen, sondern wirklich die Eintönigkeit, die ich überall haben könnte. Ja. Ist es besonders eintönig, Anästhesist zu sein? Ja. Das ist immer dasselbe. Also, ja, schon. Also man hat ja diesen kleinen Distanzraum. Also man sieht ja nicht viel von der Operation. Man hat ja diesen kleinen, ja, diesen Vorhang und dann sitzt man da, guckt auf sein Gerät. Bei einer Lebertransplantation sitzt man da 4-5 Stunden. Gut, da ist es schon ein bisschen stressiger, weil der Druck häufig abfällt. Aber gibt es da so Rangordnungen, dass die Chirurgen auf euch Anästhesisten ein bisschen runtergucken? Ja, da sprichst du was Wahres an. Kann ich mir gut vorstellen, wenn die 5 Stunden da Kunsthandwerk betreiben und du nur in Anführungszeichen da sitzt und aufpasst, dass der Typ schläft. Ja, wir reichen auch manchmal das Telefon an. Bitte? Wir reichen manchmal auch dem Chirurgen das Telefon an. Also das machen wir auch. Dann hält man das so schön hin, weil man hat ja sonst nichts zu tun und wir kriegen auch immer den Druck ab. Also wir sind an allem schuld. Egal, was mit dem Patienten passiert, wir machen unsere Arbeit nicht gut. Und, in der Tat habe ich mir auch schon oft überlegt, was motiviert jemanden, Anästhesist zu werden, diese Facharztausbildung zu machen? Was ist das? Also ich kann halt von mir nur sagen, dass ich halt wusste, dass ich jetzt nicht nur, was jetzt ein Chirurg zum Beispiel macht, einfach den Eingriff und dann geht es auch nur um den Eingriff. Also dann spielt die Behandlung vorher und nachher eigentlich keine Rolle mehr. Und ich hatte das halt ein bisschen ganzheitlicher gesehen. Also ich wollte halt längerfristig mit dem Patienten was zu tun haben und den Heilungsprozess begleiten. Und das war für mich so einer der Punkte, warum ich dachte, Anästhesist, das passt. Ja, aber eigentlich nicht. Die sind doch weg von dir. Wenn die von der Intensivstation runterkommen, sind die weg. Dann sind sie weg. Entweder sind sie tot oder... Genau. Ja, aber dann wäre doch für dich das Allerbeste gewesen, wenn du Allgemeinmediziner oder Internist geworden wärst. Ja, hatte ich auch überlegt. Also viele Freunde von mir sind das auch. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht, dass ich vielleicht die Fachrichtung wechsle. Aber es ist halt in Deutschland so, dass ich mit 5 Jahren Anästhesistenzeit in der Weiterbildung, 2 Jahre noch Facharztzeit, vielleicht knapp ein Jahr angerechnet kriege und dann nochmal 4-5 Jahre in innere Weiterbildung machen müsste. Und dann bin ich wieder bei Null. Also dann bin ich wieder Assistent und man hat ja schon so ein paar liebgewonnene Expertisen mittlerweile, dass man einfach mal sagen kann, lass mich mal ran, ich mache das schon und wieder bei komplett Null anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Bleiben wir nochmal bei der Routine. Du hast natürlich in jedem Beruf und wahrscheinlich auch in den meisten oder in vielen Fachrichtungen in der Medizin, hast du auch Routine. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Routine nun besonders stark ist und die dich deshalb nervt, oder ist es doch tiefgreifender? Also es ist auf der einen Seite ja nicht nur die Routine, es ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich dem Kollegen kurz erzählt, die Unzufriedenheit mit dem gesamten System. Also das ist das Krankenhaus als solches, als ein kleiner Mikrokosmos mit eigenen Regeln. Man merkt halt mittlerweile Überarbeitung bei vielen. Wir haben Assistenten, die sind im zweiten Weiterbildungsjahr, die machen schon eine 50%-Stelle, weil sie es nicht mehr hinkriegen. Man hat kaum noch Wochenenden, man schläft kaum noch. Also bei mir ist es so, ich habe morgen 24-Stunden-Dienst, dann arbeite ich 24 Stunden am Stück, schlafe vielleicht mal 2 Stunden. Ich habe ja Bereitschaft. Die Bereitschaft ist aber nur auf dem Papier, in Wirklichkeit bin ich immer wach und unterwegs. Das habe ich nur auch schon oft gehört, so wie du es gerade beschreibst. Ist denn dann entsprechend auch das Arbeitsklima gereizt und angespannt? Das ist gereizt. Also interdisziplinär mit den anderen Fachbereichen ist es natürlich noch viel schlimmer. Also da gibt es teilweise wirklich Feindschaften. Also keine Ahnung, Gynäkologen sind meistens auch nicht sehr beliebt, wenn man da hin muss. Anästhesisten sind immer noch die recht freundlichen. Häufig auch die Leute, die sich halt wirklich nicht so beschweren und sehr ruhig bleiben. Merkt man auch meistens an den Chefärzten, dass die dann nicht das Rückgrat haben, sich mal aufzuregen und einem anderen Chefarzt mal zu sagen, nicht mit meinen Leuten so reden. Ist es denn so weit? Ist die Unzufriedenheit so groß, dass du mit 31 und nach dieser tollen Ausbildung ernsthaft überlegst, das alles hinzuschmeißen, um was anderes zu machen? Also ich würde dann höchstwahrscheinlich schon wirklich was komplett anderes machen. Nur das Dilemma ist da ja wieder, man ist jetzt in so einer Zeit Familie, vielleicht mal eine Immobilie und dann hat man ja auch so ein bisschen... Ja gut, das ist ja auch gewohnt gewesen. Alles geht dann nicht. Das geht dann nicht mehr, aber man hat ja natürlich auch einen gewissen Anspruch, man hat ja auch Verpflichtungen schon vielleicht. Ne? Wenn viele Leute denken, Mensch, das ist aber ein Jammern auf hohem Niveau. Der Typ ist Arzt, der ist sogar Facharzt, der hat eine Anstellung in der Klinik und trotzdem ist er nicht zufrieden mit seinem Leben. Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe meistens. Ne? In der Tat. Interessiert dich denn nach wie vor die Medizin doch schon? Also ich sag dir ganz ehrlich, die Anästhesie
Anästhesie, das ist ein wunderbarer Job, wenn das Krankenhaus nicht wäre, wenn ich einfach um... Mensch, Ruhm, dann such dir doch irgendwo ein anderes Betätigungsgefeld. In der Medizin. Ja, es gibt doch wirklich auch, also bis hin zu Ärzte ohne Grenzen, gibt es doch ganz tolle Sachen, wo Mediziner, wo sie vielleicht dann eben nicht so viel Geld verdienen, aber eine sehr wichtige und sinnvolle Arbeit leisten. Und da könntest du das, alles, was du gelernt hast, deine ganze Ausbildung dann auch weiterreichen. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber ich glaube, meine Frau hätte da ein Problem mit, wenn ich in irgendwelche Krisenregionen gehe, und ob das eine langfristige Lösung ist, mag ich auch zu bezweifeln, weil ich glaube, da wird man auch nicht vergütet in dem Sinne, dass man dann alles weitermachen könnte. Es bleibt ja nicht stehen, der Rest. Ne? Dennoch glaube ich, dass man mit einer ärztlichen Ausbildung viele Möglichkeiten hat, eben auch in eher unkonventionelle Bereiche zu gehen, weil ein Arzt ist ein Arzt. Und da kannst du dann, letztendlich musst du doch für dich nur suchen, wo finde ich wirklich Befriedigung. Und treib es nicht so weit vielleicht in der jetzigen Situation, denn dann könnte es passieren, dass generell die Lust an der Medizin irgendwann verschütt geht oder kaputt geht. Durch diese ganzen Umstände, diese Begleitumstände. So meine ich es, ja. Also ein Punkt ist ja zum Beispiel der, wenn du jetzt, ich will jetzt nicht großartig darüber erzählen, das ist ja auch viel zu langweilig vielleicht für die Zuhörer, aber wenn du jetzt einen Notdienst fährst als Notarzt, Neff, und du wirst irgendwo hingerufen, du hast dann irgendwie eine Stunde geschlafen vielleicht, dann wirst du wieder rausgeklingelt und dann fährst du, keine Ahnung, nach Duisburg oder sonst wohin, nach Marxloh. Und dann wirst du rausgeklingelt und dann das Ergebnis ist, dass irgendjemand sich vielleicht angetrunken hat. Und dann gehst du in den Haushalt rein, dann ist da vielleicht noch ein Hund, der keift dich an, die Leute sind alle betrunken, gar nicht mal krank, einfach nur betrunken. Und du denkst dann, dafür komme ich jetzt wirklich raus, dafür habe ich jetzt diesen Job gemacht. Ich will ja eigentlich Leuten helfen und nicht mich mit so, in Anführungszeichen, teilweise auch Vollidioten auseinandersetzen, die einfach, keinen Arzt brauchen, sondern etwas anderes. Ich habe noch einen Tipp für dich. Ich weiß nicht, ob du es weißt, dass ich in der Palliativmedizin engagiert bin, ehrenamtlich engagiert bin. Das wusste ich nicht. Ja, das wäre noch ein toller Bereich. Also da sind Anästhesisten ja durchaus hochwillkommene Fachleute. Ja. Und, ja, aber ich hatte auch mal überlegt, vielleicht beim Deutschen Roten Kreuz. Es gibt sowas, halt auch, zum Beispiel, ja. Dass die halt Leute suchen, die dann zum Beispiel die Blutabnahme begleiten. Ja, also mach irgendetwas, dass du diese tolle Ausbildung, dass die sich auch dann gelohnt hat und dass die nicht einfach weggeschmissen wird. Also meine Eltern würden sich bedanken, wenn ich das alles so weghaue, weil ich auch der Steuerzahler, das hat ja auch Geld gekostet ohne Ende, ne? Ja. Habe ich auch eine gewisse Verpflichtung. Aber ich glaube wirklich, ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Frau, ein Bekanntenkreis, mit der ich, ist das eine Freundin, mit der ich Abitur gemacht habe. Die hat auch medizinische Ausbildung gemacht, Fachärztin gemacht. Und irgendwann sagte sie zu mir, ich habe keine Lust mehr, so ein bisschen wie du. Ja. Und dann ist die rausgegangen aus dem Beruf und ist in die Schallplattenindustrie für klassische Musik gegangen. Ja, wenn das und da habe ich mir gesagt, Mensch, bist du wahnsinnig, du hast so eine tolle Ausbildung und machst jetzt so etwas, machst Promotion für Klassik quasi. Aber nun gut, es war dann ihr Schritt. Bei dir habe ich den Eindruck, dass du noch mehr an der Medizin hängst, wie meine Bekannte von damals. Dann mach was draus und setz es sinnvoll ein, damit du was davon hast. In 10 Jahren wird es vielleicht ja noch schlimmer. Also ich müsste dann den Wandel relativ schnell beiführen, bevor es wirklich irgendwann so einen Hauruck gibt und ich dann so eine Entscheidung treffe. Ja. Und löst dich mal so ein bisschen von gesellschaftlichen Konventionen. Was sagen die Eltern, was sagt die Frau und das Haus, das muss alles jetzt gar nicht sein. Das kannst du später noch machen. Ich glaube. Wichtig ist, dass du dein Ding machst. Da brauchst du kein Einfamilienhaus für, das ist völlig wurscht. Du musst dein Ding machen, das ist wichtig. Ja, vielleicht auch ein guter Tipp. Davon lässt man sich halt auch manchmal so ein bisschen immer leiten. Absolut. Wo stehe ich dann? Kann ich das mir überhaupt erlauben? Und ich habe aber auch keines, unglücklich zu sein. Also dann entscheide ich mich lieber für eine etwa kleinere Flamme, aber dafür halt genau, Spaß am genau. Leben. Ne? Also ich wünsche alles Gute und viel Glück oben. Ja, Domian. Danke dir. Ne? Tschüss, ciao. Bis dahin. Tschüss. 1:18 Uhr haben wir. Morgen gibt es Themennacht hier bei uns, die Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Fleisch. Ich möchte gerne mit euch, also rundherum in dieses Thema sprechen. Zunächst mal mit Leuten, die völlig fleischversessen sind, die nur Fleisch essen oder fast nur Fleisch essen. Dann sehr gerne mit Fleischhassern, mit Vegetariern, mit Veganern, mit Leuten, die wirklich die Massentierhaltung radikal ablehnen, vielleicht sogar auch schon Aktionen gegen die Massentierhaltung gestartet haben. Gerne auch mit Fleischern oder mit Leuten, die in einem Schlachthof arbeiten. Das ist ein ziemlich harter Beruf, wie ich mir habe erzählen lassen. Naja, und zum Thema Fleisch gehört natürlich auch Fleischeslust. Darüber möchte ich mit euch auch sprechen. Was sind so die Highlights an Fleischeslust, die ihr bisher in eurem Leben erlebt habt? Dinge, die ihr gar nicht vorher zu wagen geglaubt hättet. Ja, und natürlich auch Krankes, Krankheiten, krankes Fleisch, verbranntes Fleisch, vielleicht auch überaltern, wenn das Fleisch welk wird.
Also, das ist unser großes Thema morgen. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt zum Thema, macht das bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Fleisch. Oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer, unter der bekannten Nummer, kostenfrei für euch. Oder natürlich auch gerne während der Sendung. So, jetzt geht's weiter heute mit der Freien Themennacht. Und ich freue mich auf Daniel, denn Daniel ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daniel. Über was reden wir? Bitte? Über was reden wir beide? Über meinen Alkoholkonsum. Oh. Ich bin, wie gesagt, schon 33 Jahre alt. Ja. Und meine Alkoholsucht zieht sich durch meinen kompletten Lebenslauf. Wenn ich dir meinen Lebenslauf vorlegen würde, könntest du daran sehen, wann ich abgestürzt bin. Wann bist du abgestürzt? Die letzten 10 Jahre regelmäßig. Ja. Wann fing es an? Angefangen zu trinken habe ich mit... Ich denke mit 13, 14, mal lecker ein Bierchen in der Kneipe oder damals war das noch nicht so extrem wie heute, dass man, es war noch nicht so, ja, tabuisiert, sagt man nicht, oder? Doch, vielleicht auch. Aber damals war das noch nicht so. Ja. Damals, ich bin gebürtiger Duisburger, da gab es 5, 6, 7, 8 Kneipen an der Ecke und da bist du gerne früher mal ein Bierchen trinken gegangen. Hast du denn auch dann noch einen Schulabschluss oder eine Ausbildung geschafft? Ich hab das Gymnasium abgebrochen. Ich bin mit 16 durchgebrannt nach Paris mit einem Kollegen von mir. Ich habe meinen Eltern damals Geld geklaut. Mhm. Aber ich habe meinen Abschluss nachgeholt auf der Abendrealschule. Mhm. Immerhin. Mit 1,2. Gratulation. Dankeschön. Und währenddessen hast du aber auch weiter getrunken, obwohl du gelernt hast. So, ja, aber nicht so bewusst, wie ich das heute mache. Ja. Und hast du danach eine Ausbildung gemacht? Nee. Ich bin dann nach diesem Abschluss nicht zur Bundeswehr gegangen. Mhm. Und dort habe ich festgestellt, dass wenn man bei der Bundeswehr ist, eventuell auch auf Menschen schießen muss. Mhm. Und das habe ich für mich total ausgeschlossen. Dann ist man bei der Bundeswehr fehl am Platz. Genau. Ich bin, was heißt lustige Geschichte, ich bin damals aus dem zweiten Stock gesprungen bei mir, ich war in Dülmen stationiert. Oder in Dülmen war ich halt, ich bin aus dem in Dülmen, in Coesfeld, bei Coesfeld. Ja. Und ich bin aus dem zweiten Stock gesprungen und ich bin abgehauen. Mhm. Ich habe mich fast in Dülmen am Bahnhof von Zug geschmissen. Mhm. Und da kam ein super netter, schwuler, junger Mann, der mich mit nach Hause genommen hat und mir gesagt hat, mach nicht so eine Scheiße. Mhm. War ein ganz prägendes Erlebnis. Warst du denn nicht verletzt durch den Sprung da aus dem Fenster? Nee. Mhm. So, da war die Karriere bei der Bundeswehr beendet. Sicher gab es noch Komplikationen danach und dann raus. Genau. Und dann nur mit Jobs dich so durchgeschlagen bis heute? Ich habe bei der Dresdner Bank, alles über die Zeitarbeit über Randstadt. Ich war bei der Dresdner Bank, ich habe bei Siemens Handys montiert. Ja. Ich war bei Vodafone im Stammdatenmanagement etc. pp. So. Mittlerweile bin ich jetzt seit 8 Jahren mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Mhm. Und ich denke seit knapp 3 Jahren bekennender Alkoholiker. So, wie viel trinkst du am Tag? Das möchtest du gar nicht wissen. Das möchte ich sehr gerne wissen, dann kann ich es noch besser einschätzen alles. Okay, also ich trinke nicht jeden Tag. Ich trinke so 2-3 Tage die Woche. Ja. Ich trinke keinen Schnaps. Aber wenn ich trinke, trinke ich so 15, 16 halbe Liter. Boah. Also fast eine Kiste Bier. Boah. Du arbeitest im Moment auch? Nein. Nein, du arbeitest nicht im Moment? Nein. Mhm. Nein. Du wohnst doch mit deiner Freundin zusammen? Genau. Und die kriegt das mit? Ja, klar. Ja. Hast du heute auch getrunken? Ja. Ja. Hört man das nicht? Ja, so ein bisschen. Aber ich habe schon gelernt, bei Alkoholikern, die können das oft sehr gut verschleiern. Und manchmal reden die fast ganz klar. Genau, und das ist mein Problem. Wie viel hast du denn heute schon konsumiert? Bis ich mit deinem Redakteur gesprochen habe, 13 halbe Liter. 13 halbe Liter. Und dann habe ich ihm versprochen, dass ich den Kaffee trinke, was ich momentan auch tue. Mhm. So, seit 3 Jahren bekennender Alkoholiker. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, wenn man sagt, ich bin bekennender Alkoholiker. Was ist denn aus diesem Bekenntnis erwachsen? Bekennen allein reicht ja nicht aus. Ist nur der erste Schritt. Also was hast du gemacht? Hast du etwas klarer gefragt? Was hast du gegen den Alkoholismus gemacht? Ich war bei der Caritas in der Suchtberatung. Mhm. Habe das auch lange aufgesucht und lange mitgemacht. Ich
ich würde gerne in eine Therapie gehen. Mhm. Um. Ja, aber was hindert dich? Ja, lass mich mal bitte ausreden. Ja, entschuldige. Ich würde gerne in eine Therapie gehen. Das Problem ist einfach, ich bin nicht krankenversichert seit Mitte 2008. Oh. Und ohne Krankenversicherung gibt es keine Therapie. Ohne Therapie gibt es keinen Job. Ohne Job gibt es kein Leben. Ich verstehe. Es hängt alles zusammen. Warum bist du nicht krankenversichert? Weil ich gepennt habe. Ich habe es einfach versäumt, mich damals arbeitslos zu melden. Ganz früher war es so, wenn du irgendwann mal nicht arbeiten gegangen bist, dann hast du, was weiß ich, 3, 4, 5 Monate keine Krankenversicherung gezahlt, bist wieder arbeiten gegangen, hast dann wieder reinbezahlt. Mhm. Heute ist das anders. Generell ist es ja so, dass du in Deutschland nicht versichert sein kannst. Man darf es sogar gar nicht mehr. Ich behaupte das Gegenteil. Ja gut, das kannst du behaupten, aber die Gesetzeslage ist so, dass jeder versichert sein muss. Du machst dich strafbar, wenn du nicht versichert bist. Sag ich jetzt mal so. Meine ich zumindest. Ich habe keine... Sicherlich bin ich versichert, wenn ich jetzt irgendwie meine Krankenkasse anrufe und sage, pass auf, das und das. Die wollen aber dann 6.000 Euro von mir haben. Für jeden Monat 124 Euro Krankenversicherung plus Pflegeversicherung plus Sozialversicherung. Okay. Bist du bei 148 Euro. Wo soll ich das hernehmen? Okay, das ist ein Dilemma. Aber da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Hast du dich denn da mal in einer Beratungsstelle beraten lassen? Irgendeine Möglichkeit gibt es. Irgendwas gibt es. Ich habe so ziemlich alles versucht anzurufen, was es gibt. Vom Gesundheitsministerium. Ich hab wirklich alles probiert. Ich garantiere dir, Daniel, dass jetzt in diesem Moment sich ein paar Dutzend Leute vor dem Fernseher sitzen oder am Radio und die genau wissen, da gibt es eine Lücke oder eine Möglichkeit, dich wieder in das System reinzufädeln. Hundertprozentig. Weißt du, warum ich bei dir anrufe? Ja. Weil du mein letzter Ausweg bist. Du bist für mich die letzte Möglichkeit, um diesen Ausweg zu finden. Ich hab weder Kraft noch Energie. Mhm. Also ich bin, ich habe zwar noch eine Wohnung, aber ich bin ganz, ganz, ganz unten, gefühlsmäßig. Ich kann nicht mehr. Nur noch mal zur Klärung so der Fakten. Du bekommst Hartz IV? Nein. Was bekommst du? Gar nichts. Meine Lebensgefährtin steht für mich ein. Und warum hast du nicht Hartz IV beantragt? Ich habe vor 2 Jahren in der letzten Wohnung Hartz IV beantragt. Und damals hat meine Freundin 13 Euro oder 20 Euro zu viel verdient. Mhm. Ich habe momentan... Wir sind umgezogen, letztes Jahr im September. Mhm. Und der neue Antrag läuft. Mhm. Das heißt, deine Freundin finanziert dich rundherum? Ja. Ja. Was sagt die zu der Situation, zur Lage? Gute Frage. Ich denke, sie akzeptiert es momentan noch. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange gut gehen. Ja. Weil ich bin, mit einem Alki zusammen zu leben, ist nicht einfach. Nein, das ist grauenhaft. Und vor allem, es zieht so Kreise. Früher habe ich nur mich geärgert. Sagen wir mal einfach mal geärgert. Mittlerweile ärgere ich meine Eltern, ihre Eltern, ihren Bekanntenkreis und Du ärgerst ihre Eltern und den Bekanntenkreis? Ja, wenn ich gesoffen habe, bin ich relativ redselig. Ah ja. Und auch ein bisschen... Bist du aggressiv auch? Ja, nicht aggressiv. Aber du laberst die zu. Ich sage, was ich denke. Also. Und wenn du dann wieder nüchtern wirst nach so einer Alkoholattacke, macht deine Freundin dir dann Vorhaltungen und sagt, das geht nicht so weiter und schimpft und so weiter? Nee, um Gottes Willen. Nein. Meine Freundin, ich kenne das so aus der Familie, dass man das einfach totschweigt. Es gibt also kein klärendes Gespräch. Ich habe jetzt gelernt oder dich so verstanden, wenn du eingefädelt würdest wieder in das System, das heißt, wenn du eine Krankenversicherung hättest, ja, dann bist du sofort bereit, in eine Klinik zu gehen oder in eine Therapie zu gehen. Definitiv. Du würdest auch in eine Klinik gehen. Das ist der Start in mein Leben. Mit 33 bin ich ja noch kein alter Sack. Nein. Ich glaube, in deinem Fall wäre sicher eine Klinik auch das Richtige.
wobei ich keinen Entzug habe, darauf lege ich Wert. Ja. Es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, ich habe einen Tatamann, ich brauche erstmal 3 Kölsch, damit ich klarkomme. Okay. Das habe ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall, du bist bereit und wirklich motiviert, dir Hilfe zu suchen und auch Hilfe anzunehmen. Sofort. Sofort. So. Ohne Wenn und Aber. Jetzt, das kann ich dir anbieten. Das ist jetzt ein Fall für einen Spezialisten. Das bin natürlich ich nicht und auch nicht meine Leute im Hintergrund. Aber das sind oft die Leute im Publikum bei mir. Ja. Das kann ich dir wirklich anbieten, Daniel, wenn wir eine Rückmeldung kriegen per Mail. Bitte, wenn jetzt jemand da eine Idee hat, wie man Daniel helfen kann, wohin er sich wenden sollte, wer gezielt wirklich ohne große Probleme ihm sagen kann, dass er und wie er wieder in eine Krankenversicherung kommt, bitte meldet euch bei uns. Wir reichen das an Daniel weiter, wir stellen den Kontakt her. Das biete ich dir an, Daniel. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, das machen wir sehr gerne. Dennoch ruft dich jetzt meine Psychologin auch nochmal an. Vielleicht hat sie ja auch noch eine Idee. Ich weiß es nicht. Also doppelt hält besser. Sie ruft dich gleich auch nochmal an und wir warten auf das Feedback meiner Zuschauer und Zuhörer. Vielen, vielen lieben Dank. Daniel, ich hoffe, dass was bei rumkommt und ich hoffe sehr, dass was Gutes bei rumkommt und vielleicht reden wir irgendwann nochmal miteinander. Würde mich sehr freuen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gut, vielen Dank. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, Alexander 38. Hallo Alexander. Ja, hi Domian, servus. Ja, Alexander. Du klingst ja so wohl gelaunt. Ja, du hast ja gestern aufgerufen, weil du Wetten, dass nicht gesehen hast. Ja, genau. Und, ich habe nicht gesehen, ihr sollt mir sagen, wie es war. Genau, genau. Erstmal großen Respekt vor Markus Lanz. Wenn man das ganze Dilemma, das hat man mittlerweile vergessen, dass sich da keiner bereit erklärt hat, Wetten, das zu moderieren. Ja. Das fand ich schon sehr traurig. Große Diskussion damals, ne? Ja, genau. Und du hast dich ja nicht beworben, aber, aber ich muss ehrlich sagen, Markus Lanz, Respekt vor der ersten Sendung. Hat wirklich Eier bewiesen, wie Oliver Kahn sagt, hat Cornes gehabt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein enormer Druck als Moderator, dort bei Wetten, dass aufzutreten. Natürlich, wahnsinnig. Wahnsinn. Und er hat ja auch eine fantastische Einschaltquote gehabt. Ich habe die Kritiken natürlich gelesen und so ein paar Ausschnitte Weltklasse war das. Also würdest du fast sagen, dass er besser ist als Thomas Gottschalk? Nein, das darf man nicht vergleichen. Also da ist kein Vergleich zu... also ich war ja selber schon mal bei Wetten, dass als Kandidat. Oh. Ich muss wirklich sagen, Thomas Gottschalk ist der beste Entertainer der ganzen Welt, muss ich ehrlich sagen. Ja, die ganze Welt kennen wir vielleicht nicht zum Vergleich. Aber du warst da als Wettkandidat? Als Wettkandidat, ganz genau. Ach. Und da habe ich auch Thomas Gottschalk persönlich kennengelernt. Natürlich. Erzähl doch erstmal, was für eine Wette... Erzähl doch erstmal, was für eine Wette du da machst. Ich habe gewettet, dass ich mit Skiern über rohe Eier fahren kann, ohne dass ein Ei zerbricht irgendwie. Und wann war das? Oh, das war bestimmt 10, 12 Jahre her. Und hast du es geschafft? Da war ich noch jung und... Aber hast du es geschafft? Der Ansporn war halt wirklich, es ist ja eine Familiensendung und meine Mutter hat mich damals um 19.30 Uhr in die Badewanne gebracht, dann war ich mit der Bademantel und habe dann Thomas Gottschalk geguckt und irgendwann war es mein Ziel, da irgendwer hinzukommen. Du bist damit aufgewachsen. Hast du das denn geschafft? Hast du deine Wette geschafft? Ja, das habe ich geschafft, super. Gott sei Dank. Ja. So, und dann hast du natürlich sehr intensiv den Thomas Gottschalk kennengelernt, ne? Ja, absolut. Ein super Entertainer und ich muss wirklich sagen, in den Proben, man reist ja dort donnerstags an, und man hat Lichtproben, Generalproben und was weiß ich noch alles. Und ich muss ehrlich sagen, Thomas Gottschalk ist in den Proben wesentlich lustiger, weil er die frechen Sprüche halt rausbringen kann. Und bei Markus Lanz hat mir das so ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand, Markus Lanz hat seinen eigenen Stil, das muss man ihm wirklich lassen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Bitte? Vielleicht kommt das ja auch noch, dass er noch spontaner werden wird. Beim ersten Mal ist man natürlich... 15 Millionen Zuschauer, das ist enorm. Das ist enorm heutzutage. Und Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen und wie die alle heißen, haben ja gegen ihn angetreten. Bei RTL mit Supertalent. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, Respekt für Markus Lanz, weil sich keiner dazu bereit erklärt, ich hätte kein Wort rausbekommen, muss ich ehrlich sagen. Sag mal, wenn du das alles so mitbekommen hast und auch Thomas Gottschalk kennengelernt hast, schätzen gelernt hast, wie bewertest du das denn, dass er jetzt bei RTL ist und in dieser Sendung mitmacht? Ja, das ist halt, also das ist ein trauriger Werdegang, muss ich ehrlich sagen. Der war ja bei der ARD, die Sendung ist abgesetzt worden, jetzt ist er bei RTL, ist im Schatten von Dieter Bohlen.
Und da kommt seine Spontanität eigentlich nicht zum Zuge. Wie ich ihn bei Wetten, das kennengelernt habe, da war Madonna als Live-Act, dann kam er an mir vorbei, da bei den Zuschauern halt, hinter der Bühne. Und da sagte er, wer weiß, ob es von denen auch dreien gibt oder was weiß ich nur alles. Da war wirklich authentisch. Und ich habe ihn aber erlebt am Frankfurter Flughafen, bevor er nach Los Angeles geflogen ist. Und der kam im Schlafanzug an. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich war das sein Anzug. Da kommt er dort an im Foyer. Respekt, oh, Concierge kommt dann. Respekt, guck mal, wie der Gepäckwagen dort getragen wird. Das ist doch eine Wette wert und was weiß ich noch alles. Wem gehört das Gepäck und was weiß ich noch alles. Also er ist sensationell. Aber Markus Lanz, muss ich ehrlich sagen, da muss ich wirklich eine Lanze brechen für Markus Lanz. Jetzt noch eine Frage. Eine Frage noch. Die Sendung hat sich ja ein bisschen auch verändert. Man hat ja ein bisschen umgebaut. Findest du die Veränderung gut und innovativ? Ja, finde ich absolut. Also Cindy von Marzahn war ein absoluter Brüller, muss ich ehrlich sagen. Und auch, dass Markus Lanz sich da eingebracht hat in der Sendung mit der Liegestütze und Bierkasten. Wobei mir aufgefallen ist in der Sendung, die haben ja einen Bodybuilder aus dem Publikum rausgeholt und der hat da irgendwie 45 Liegestütze in einer Minute gemacht. Und ich glaube, die Bierkästen waren bei ihm voll und bei Markus Lanz glaube ich eher, dass der Bierkasten leer war, dass er 30 geschafft hat. Das weiß ich jetzt nicht, also, glaube ich. Es wird nicht geschummelt worden sein, da bin ich ganz sicher. Es wird so gewesen sein, wie man es gesagt hat. Ja, das, aber das kann sich so eine Sendung sagen, gar nicht erlauben. Also Markus Lanz erinnert mich so an einen Wiener Oberskellner mit seinem Wiener Charme und so weiter und so fort. Der hat halt die Sprüche abgelesen, also sein Witz und sein Charme. Also sein Charme, muss ich sagen, ist utopisch gut, aber seine Witze waren halt Da kann man ja noch dran arbeiten. Also für dich im Großen und Ganzen guter Einstand und Markus Lanz macht's ordentlich, sagst du. Ja, aber die Problematik wird sein mit 15 Millionen Zuschauer im Rücken. Thomas Gottschalk hat den Vorteil gehabt, ich weiß das als Wettkandidat selber, man wird ein Jahr angesprochen auf die Wette. Ja, jetzt fahr doch mal über die Rohe Eier rüber und was weiß ich noch alles. Und ich glaube, wenn Markus Lanz in Deutschland weiterhin bleiben wird, wird das ein Problem für ihn. Na, und ich glaube, deswegen haben sehr viele Kollegen von dir abgesagt, weil die Gefahr erkannt haben. Ich würde sagen, wir verfolgen das jetzt mal weiter und ich bin guter Dinge, dass er das Ding in den Griff bekommt und dass das auch erfolgreich läuft. Lieber Alexander, danke für deinen Anruf und für deine Stellungnahme. Alles Gute. Ja, bis dann. Tschüss, ciao. Hier ist Heiko. Hauke. Heiko ist 35. Hallo Heiko. Guten Morgen, ich bin 35. Ja, 35. Ich hoffe. Ja, ich wollte mich so ein bisschen da. Weil ich nur, danke für deine Sendung, ich gucke sie jeden Tag, ich bin saugeil, muss ich sagen. Super. Ja, vielen Dank. Weil ich nur ganz kurz vor Wetten, das anfange, ist, was ich immer traurig finde, ist, wenn die Sendung gut ist, egal in welchem Programm es kommt, schade, dass die anderen Programme da nie berichten. Beispielsweise, wenn jetzt die Quote gut sind, beispielsweise bei Samstag, wenn das, kommt das Beispiel bei anderen Sendern wie RTL, bei Punkt 12, so sagen sie keinen einzigen Ton. Die werden das auch noch bringen von Supertalent, wenn es 400 Mann gucken würde. Ja, also ich finde das allgemein nicht so toll, dass man da müssen wir mehr gegenseitig miteinander arbeiten. Ja gut, das sind Konkurrenzsender und da kann man das vielleicht auch nicht. Dass mir alles nämlich so fair ist, schade. So Heiko, zu deinem Thema. So, also Wetten, das. Also ich finde die Sendung super. Achso, du rufst auch zu Wetten, das an. Ja, ich bin total Wetten, das. Ich kann dir fast alles sagen, wenn irgendwas gelaufen ist. Ich habe alles noch in Erinnerung, wie David Hasselhoff aufgetreten ist. Bis zu Beispiel Lagerfeld, ich kenne fast alle Gäste persönlich, also weiß jeder, wann sie da waren. Lagerfeld war ja auch da, wenn die Gottschalk verabschiedet wurde. Moment, bin ich ein bisschen verwirrt. Also du rufst an zum Thema Wetten, das und du bist ein Fachmann in Sachen Wetten, das. Ja, genau. Wenn du ein bisschen weniger Dialekt sprechen würdest, würde ich dich besser... Komme von Homburg, Kaiserslautern. Ah, ja, das habe ich schon gedacht. Also ein Fachmann in Sachen Wetten, das. Wie ist deine Bewertung der neuen Sendung? Also, ich bin von Wetten, dass sehr begeistert. Ich finde sehr gut, man muss dazu sagen, natürlich haben die Wette und die Sprüche nicht so ganz gepasst am Anfang. Aber jetzt hat der Kollege vor mir gesagt, dass Thomas Gottschalk super ist, fand ich bis vor kurzem auch, aber da komme ich auch ganz kurz drauf zurück. Und zwar, der Lanz hat am ersten Mal angefangen. Ich will nicht wissen, wie der Gottschalk am ersten Tag angefangen hat. Hat auch nicht alles gepasst. Er sollte dem Mann ein bisschen Zeit geben. Und das, was er jetzt abgeliefert hat, finde ich toll. Okay, jetzt also, noch kurz zum Gottschalk. Ja. Gottschalk war ganz oben und ist jetzt runtergeplumpst auf die letzte Stufe. Wissen Sie warum? Ich sage Ihnen das.
Das ist genau, wenn ich habe guter Nachbar beispielsweise, ich mache einkaufen, wir verstehen uns gut. Was werden denn ich beim Nachbar immer einkaufe, aber schelle über ihn? So beim Dieter Bohlen auch. Der schimpft jahrelang über die Medien und so geschimpft. Und jetzt hockt er neben ihm. Das ist ja, also Moment. Er hat jahrelang geschimpft über Bohlen. Und die also gehetzt über das Buch und da mal gehetzt. So meine ich das. Und jetzt sitzt er da und du meinst, dass ihn das deshalb jetzt gerade nicht so gut dastehen lässt. Nee, gut, Heiko. Dann danke ich auch für deine Meinungsäußerung und vielen Dank für deinen Anruf. Jo, bitte, jo, tschüss. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke für alles, gell? Tschüss. Und weiter geht es mit Nana. Und Nana ist 21. Hallo, Nana. Hallo, Domian. Hallo, Nana. Um was geht's bei dir? Nicht so gut. Ja, um was genau geht es? Also, können wir meinen Namen ändern? Weil ich habe Angst, dass ich verfolgt werde. Wir nennen mich einfach Mrs. L. Mrs. L. Oder mit L, einfach nur L. Okay, nun haben wir aber deinen Namen eh schon gesagt, aber egal. Ist also, nicht schlimm. Also liebe Frau L. Ja. Was ist los? Also das Problem ist jetzt, dass ich schwanger bin. Mhm. Und ich bin jetzt in einer ziemlich schwierigen Lage, weil ich möchte eigentlich abtreiben. In welchem Monat bist du denn? Wie bitte? In welchem Monat bist du denn schwanger? Ich bin in der 8. Woche so ungefähr. Mhm. Bis zur 12. habe ich Zeit abzutreiben. Ja. Und das Problem ist halt, ich fühle mich schon dabei schlecht, wenn ich abtreibe, aber ich kann das halt nicht veranlassen mit meinen Eltern und mit der ganzen Familie, dass ich das halt auf die Welt bringe, dieses Kind. Warum das nicht? Ist eigentlich, es ist unmöglich. Warum? Ja, weil ich komme aus einer strenggläubigen muslimischen Familie und dann erstmal wissen die Leute, dass ich unehelich überhaupt Geschlechtsverkehr hatte und dann noch schwanger, das ist ja Todsünde. Deshalb habe ich jetzt auch Angst. Ist der Vater ein Deutscher und nicht Muslime? Wie bitte? Der Vater ist auch ein Ausländer und bei dem trifft auch Muslime und bei dem wäre das genau dasselbe. Mhm. Mhm. Also beide, theoretisch müssen Sie sich das so vorstellen, wir sind beide in derselben Situation, ob Mann oder Frau. Ja, ich hab's verstanden. Ist egal. Wie lange bist du denn mit diesem Typ zusammen oder war das ein One-Night-Stand? Nee, das war kein One-Night-Stand. Das ist seit März. Ja. Und wenn das so schwierig und so heikel für euch ist, warum verhütet ihr nicht ordentlich? Ja, also wie soll ich sagen, das ist auch, wir haben jetzt nicht so oft miteinander geschlafen. Das heißt ja nichts. Ja, okay, das stimmt. Aber ja, ich weiß nicht, halt Leichtsinn eher, würde ich das. Das heißt, ihr habt gar nicht verhütet? Nee, wir haben nie verhütet. Das verstehe ich nicht, Frau L. Das verstehe ich wirklich nicht. Du bist in einer sehr schwierigen familiären Situation. Und der Typ ist auch in einer sehr schwierigen Situation. Und dann schlaft ihr miteinander, ohne zu verhüten. Wisst ihr nicht, wie es funktioniert? Wie man Kinder kriegt? Doch, wissen wir sehr wohl. Aber ich habe halt immer darauf geachtet, dass es lange vorher, bevor meine Periode ist. Ja gut, aber das ist ja albern. Ja klar, das sind natürlich nur Spekulationen. Und warum nimmt man nicht zumindest einen Gummi? Ja, da ist der Spaß halt nicht so intensiv. Ja gut. Man kann auch sehr viel Spaß mit Gummi haben. Und warum nimmst du nicht die Pille? Ich bin nie bei Frauenarzt gewesen, dann hätte ich zum ersten Mal diesen Termin machen müssen. Verstehe. Okay, also dann wäre die einfachste Verhütung wäre dann für euch wirklich das Kondom gewesen. Aber nun ist es passiert. Ja. Jetzt bist du im zweiten Monat schwanger. Wer weiß das denn, dass du schwanger bist? Keiner, auch der Vater nicht. Ach so, doch, den natürlich auch. Nur wir beide, also unter Freunden, niemanden, seine Freunde auch nicht, gar keiner. Wir haben uns miteinander ausgemacht, dass beide es niemand erzählen, weil die Gefahr halt sehr hoch ist, dass es jemand erfährt. Und das wäre natürlich wieder ein Problem für beide. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen was von deinem Gewissen. Ja, also... Im Grunde müsste ich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Das Problem ist aber, dass dadurch, wenn ich mich für das Kind entscheiden würde, mein Gewissen dann wiederum
viel schlimmer wäre als für diese Abtreibung. Weil ich möchte nicht mit meiner Familie brechen und ich möchte nicht auf ewig diesen Stempel haben in der Familie, dass ich die bin, die unehelich ein Kind hat. Mhm. Und das ist mir alles gar nicht so viel wert mit meinen Geschwistern und meinen Eltern und meiner Familie auch hier und im Ausland, dass alle wissen, ich bin gar nicht verheiratet und auf einmal habe ich ein Kind, die Nachbarschaft, das ist mir alles... Also das ist mir das alles ehrlich gesagt nicht wert. So, ich finde, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass Nachbarschaft, Eltern und Familie an zweiter Stelle stehen sollten, wenn es um das Leben eines Menschen geht. Und dass man zu dem stehen muss, was man getan hat. Ja. Jetzt rufst du mich aber an. Wenn du so klar entschieden bist, dann hättest du sagen können, okay, ich mache das jetzt einfach... Ruf da auch gar nicht erst an und die Sache ist vom Tisch. Aber du hast mich ja angerufen. Ja, ich habe angerufen dadurch, dass ich das niemandem erzählt habe. Mhm. Es weiß ja niemand davon. Du bist jetzt der einzige Mensch, mit dem ich darüber rede. Ja, verstehe. Das heißt, es tut auch mal gut zu reden. Ja, du bist jetzt quasi die einzige Meinung, die ich mir jetzt jemals dazu gehört habe von einem anderen Menschen als von meinem Partner und meiner eigenen Meinung. Weißt und dabei musst du bedenken, dass mein Partner dieselbe Meinung hat wie ja, ich. Ja, weißt du, wie auch immer du heißen magst, ich kann das natürlich erahnen, in welchem Korsett du lebst. Das, ja. Das kann ich wirklich erahnen. Das ist eine konservative Gesellschaft, eine konservative Familie. Du hast es alles genau gerade beschrieben. Das heißt, du wärst eine geächtete Person danach. Ja, genau, geächtet. Du wärst geächtet und vielleicht hättest du sogar Angst um deine... Gesundheit um Leib und Leben? Ja, ich finde auch, das Kind würde nicht unter normalen Umständen aufwachsen. Das würde nicht so, ich weiß nicht, ob es, natürlich die Eltern akzeptieren das ja nach einer Weile, aber ich würde nicht so, dass es geliebt wird, akzeptiert auch von den anderen Familienmitgliedern als süßer Neffe oder Nichte. Ja, würdest du denn von deiner Familie komplett ausgestoßen? Definitiv. Das heißt, du hättest, definitiv, das steht außer Frage. Das heißt, du hättest null Kontakt mehr zu deiner ganzen Familie danach. Ja. Alle würden sich von dir abkehren. Ja, das hört sich sehr, sehr, sehr komisch an, aber es ist leider wahr. Ich will dir mal sagen, das hört sich nicht komisch an, das hört sich nur sehr traurig an. So etwas gab es früher in Deutschland in christlichen Familien auch. Das ist noch gar nicht so sehr lange her. Wir blättern mal die Zeit vielleicht 50, 60, 70 Jahre zurück. Da gab es so einen Wahnsinn hier auch. Ja klar, Tausende von Frauen abgetrieben. Ich finde das ganz schlimm, dass die Verhältnisse so sind, dass deine Eltern nicht sagen, okay, das ist unsere Tochter, wir lieben sie, auch wenn sie vorher Sex hatte, da kommt ein neues Wesen auf die Welt. Wir freuen uns, dass das Kind da kommt und wir hoffen, dass es gesund ist. So müsste es sein. Sie müssten zu dir stehen und müssten dich aufnehmen. So würde ich es mir wünschen. So wünsche ich es mir auch von katholischen Christen oder von Christen auf der Welt. Da gibt es auch noch immer sehr konservative Strömungen. Das ist eine Schande eigentlich, dass man eine junge Frau ausstößt, weil jetzt so etwas geschehen ist. Ich verstehe aber deine Not. Ich verstehe deine Not. Und mir ist auch klar, wenn du dich jetzt für das Kind entscheidest, dann bist du ein komplett einsamer Mensch. Ja. So wäre es, ne? Ja. Und insofern ist das ein furchtbares Dilemma, was man gar nicht auflösen kann. Ich könnte jetzt leicht sagen, du musst das Kind jetzt austragen oder so. Das kann ich nicht. Das will ich dir auch nicht zumuten. Das ist viel zu schwierig. Es ist viel zu schwierig und die Verhältnisse sind unglaublich traurig, dass es so ist. Ja. Es ist katastrophal. Unglaublich. Ja, es ist katastrophal. Du würdest dir doch von deinen Eltern auch eine mehr Toleranz wünschen. Ja, mehr Toleranz. Ich meine, ich finde das jetzt auch, ich glaube auch, ich bin jetzt auch eigentlich selber von mir enttäuscht, dass es bei mir so passiert ist. Ich bin jetzt auch nicht stolz und ich finde das auch eine schlechte Tat, wenn ich jetzt unehelich schwanger geworden bin. Vor allem auch so leichtsinnig und ohne zu achten. Weißt du, ich finde es keine Schande, unehelich schwanger zu werden. Mensch. Also ich glaube schon an meine Religion und was sie mir vorgibt. Also und so gesehen habe ich dann schon eine schwere Sünde getan, sage ich jetzt mal so.
Aber das ist natürlich nochmal eine andere Sache, die ich mit mir selbst klären muss. Und das ist eine ganz andere Sache, ja. Die Sache, jetzt ist die Frage, wie sollst du und wirst du dich verhalten in der nächsten Zeit? Es gibt ja gerade auch für muslimische Frauen auch Beratungsstellen für solche Situationen, weißt du das? Ja, genau. Also ich kenne viele auch für muslimische Mädchen, die von zu Hause abgehauen sind oder zwangsverheiratet werden sollen, halt so welche Annahmestellen. Würdest du mit einer solchen Beratungsstelle mal sprechen wollen? Ja, also sprechen könnte ich, aber wie soll ich sagen, das würde nichts an meiner Entscheidung jetzt. An der Entscheidung, dass du abtreiben wirst? Ja, ich denke nicht. Nee, ich bin sehr sicher, dass es mich nicht beeinflussen wird. Was sagt denn der Islam eigentlich zur Abtreibung? Das ist ja auch, weißt du das? Also ich weiß, dass im Islam, dass wenn du ein Menschenleben tötest, es gleichkommt, wie wenn du die ganze Menschheit umgebracht hättest. Mhm. Das ist ein Gleichnis, was es im Islam beispielsweise über das Töten von Menschen oder Lebewesen geht. Andersrum ist es auch so, dass wenn du einen Menschen das Leben rettest, dass es dann so ist, wie wenn du der ganzen Menschheit das Leben gerettet hast. Das heißt, du hast ein doppelschlechtes Gewissen jetzt. Das heißt, ist es auch nicht mal im Sinne deines Glaubens, das zu tun? Nee, natürlich nicht. Mhm. Mann, oh Mann, liebe, wie auch immer du heißt. Ja. Jetzt geben wir dir mal noch, das wäre mir ganz wohl, noch eine Beratungsstelle an die Hand für muslimische Frauen. Okay. Reden kannst du ja mal. Was auch passiert in Zukunft, meine Liebe, bitte verhüte. Okay. Das weiß ich jetzt auch, ja, glaube ich. Das musst du wirklich aus diesem Vorfall jetzt lernen. Du bist eine junge Frau von 21, dass du kannst gern deinen Sex Spaß haben, aber bitte verhüte. Okay, ja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst nochmal von meiner sehr netten Psychologin, der Sabine, angerufen wegen der Beratungsstelle. Okay? Okay, alles klar. Ich danke dir, Domian. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschö. Nochmal an dieser Stelle unser Hinweis auf morgen, auf unsere Themensendung morgen. Morgen heißt das Thema Fleisch. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Fleisch reden, über Fleischeslust, über Krankheiten, die mit Fleisch zu tun haben, Verbrennungen der Haut, des Fleisches. Ich würde gerne mit euch reden über Fleischeslust natürlich auch und gerne sprechen mit Leuten, die ganz verrückt auf Fleisch sind. Vielleicht gibt es ja sowas, der wirklich als Hauptnahrung Fleisch oder Fleischprodukte zu sich nimmt und kaum Gemüse oder kaum Kartoffel oder Brot oder dergleichen. Und andererseits auch gerne mit Leuten, die es radikal ablehnen, Fleisch zu essen, die auch keine Bioprodukte, auch kein Fleisch aus Bioherstellung essen, weil sie sagen, das ist ein Lebewesen, man isst kein Lebewesen. Wobei man ja wieder dann diskutieren kann, ob eine Pflanze nicht auch ein Lebewesen ist. Aber das können wir alles morgen dann besprechen. Also Thema Fleisch ist unser Thema morgen. Und wenn ihr euch anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr könnt ihr schon unter der bekannten Nummer anrufen. Hier ist Christopher. Christopher ist 20. Hallo Christopher. Schönen guten Abend, Domian. Christopher, schön, dass du da bist. Ja, danke. Und was geht's denn bei dir? Ja, es geht bei mir darum, dass ich eine Behinderung habe, also sprich eine Sehbehinderung. Ja. Und damit komme ich absolut nicht klar. Das zermürbt meine Psyche ohnegleichen. Hast du diese Sehbehinderung von Geburt an? Ja. Beschreib uns die mal. Also ich habe bei meiner Geburt einen grauen Star gehabt. Das bedeutet, ich hatte meine Linsen, die ich im Auge habe, durch die man ja guckt, die einem das Nah- und Fernsehen ermöglichen, die waren trübe und mussten infolgedessen rausgenommen werden. Als Baby? Genau. Und zur Korrektur trage ich jetzt eben eine sehr dicke Brille. Das heißt, so ein bisschen kannst du sehen oder gar nichts? Also mein Sehvermögen hat sich mit dem Anfang der Pubertät gesteigert, muss ich dazu sagen. Mhm. Und es ist jetzt wirklich so, ich kann auf 30 Meter Entfernung wirklich oder noch mehr eigentlich ein Straßenschild erkennen, also dass da was ist. Mhm.
aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht lesen, was da jetzt für eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder so draufsteht. Aber das finde ich erstaunlich, obwohl man diese Linsen rausgenommen hat damals, kannst du das erkennen. Ja, das geht. Ja. Ich habe ja zur Korrektur eben die Brille. Ja, ja, klar. Ja, ich wusste nicht, dass die Brille, so eine Brille das dann auf... Doch, kann sie. Also du hast eine dicke, fette Brille. Richtig. Mit so ganz dickem Glas. Ja, und auch noch, wenn ich die, und dadurch wirken die Augen eben auch sehr, sehr, sehr stark vergrößert. Und wenn ich die Brille abnehme, habe ich solche Mini-Augen. Mhm. Ja, und ich komme mit dieser... Was ist jetzt genau, was dich daran so zermürbt? Ja, einfach die Tatsache, dass ich in dieser Hinsicht anderen unterlegen bin. Mhm. Wie magst du das? Ja, ich merke das zum Beispiel, wenn ich wirklich mit meinem Vater beispielsweise im Auto sitze, also ich wohne noch bei meinen Eltern, und er sagt wirklich, da ganz weit hinten ist das und das, guckt er das mal an oder so, okay, das guckt er das jetzt mal an, sagt er nicht, aber er wird mir das nicht sagen, wenn es nicht interessant wäre, und ich merke dann halt, wenn ich dahin sehe, erkenne ich es nicht. Also, aber er weiß doch, dass du das nicht sehen kannst. Ja, ich habe jetzt auch das mit dem, guck dir das mal an, habe ich jetzt auch nur von mir aus hinzugefügt. Aber ja. Wenn er mir sagt, dass da was ist, ist das schon was Lohnendes meistens. Achso, das macht dir wieder direkt wieder deutlich, ich stehe hinter ihm quasi, weil ich es nicht sehen kann. Ganz genau. Oder auch, ja gut, ich habe jetzt keine Freunde, sage ich mal, in dem Sinne, die gut sehen können. Genau genommen habe ich überhaupt keine Freunde. Aber... wenn ich mit denen unterwegs wäre und die würden sagen, ganz da hinten ist irgendwas oder einfach so sowas in der Art, dann würde mich das auch wiederum fertig machen. Verstehe. Warst du denn du konntest doch auch nicht auf eine normale Schule gehen, oder? Nee, ich gehe ja noch zur Schule. Ich mach mein Abi. Ach so. Und da bin ich halt auch auf einer Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen. Mhm. Und da hat eben jeder sowas. Aber entstehen denn da nicht Freundschaften, vielleicht auch mit Gleichgesinnten? Nee, also von meiner jetzigen Gesinnung aus her leider nicht. Das heißt, du hast gerade so gesagt, ich habe keine Freunde, du hast wirklich keine Freunde. Nee, ich habe in meiner Klasse und auch in der Schule natürlich Leute, mit denen ich gut auskomme, mit denen ich mich verstehe, aber so, dass da irgendwas im privaten Umfeld laufen würde, also absolut nicht, nein. Was machst du denn dann in deiner Freizeit? Vom Computer sitzen. Ja, das geht. Wie siehst du den Computer? Ja, den Computer, also da kann ich eigentlich alles groß machen. Das ist jetzt nicht wirklich das Problem. Und wenn irgendwas zu klein sein sollte, drücke ich einfach auf Steuerung und scroll das mit dem und hole das mit dem Mausrad dann einfach näher ran. Das heißt viele Stunden vor dem PC. Ja, so jetzt sind ja im Moment Herbstferien, ne? Ja. Ja, da bin ich von morgens, also vom Aufwachen bis zum Schlafengehen davor. Das ist ein ziemlich einsames Leben, das glaube ich. Das heißt, es gab auch noch nie eine Freundin in deinem Leben? Nein. Ich war schon verliebt. Aber jetzt wirklich, dass ich eine Beziehung hatte, nein. Jetzt muss ich mal fragen, wenn du so schlecht sehen kannst, wie verliebt man sich dann? Ich kann ja die Leute erkennen, wenn die vor mir stehen. Die sehr nahe vor dir stehen, ja. Ja, oder auch noch 10 Meter weg und so, das kann ich auch noch. Gut, dann kommt die Stimme und die Art und Weise kommt wahrscheinlich dazu und alles. Ja, genau. Ja. Ich bin ganz erstaunt darüber, muss ich ja sagen, dass du keine Freunde hast, weil du wirkst so im Gespräch extrem nett und sympathisch. Ja, es liegt eigentlich auch nicht, daran, dass ich unsympathisch bin. Es liegt einfach daran, dass ich das von mir aus einfach ablehne, weil ich einfach glaube, ich würde denen damit einfach nur zur Last fallen. Ja, aber weißt du, das ist jetzt natürlich die ganz große Kunst, die alle Menschen, die eine Behinderung haben, dass sie das für sich wirklich lernen müssen zu akzeptieren. So ist es. Das ist genau der Knackpunkt. Ich bin fast sicher, wenn du das geschafft hast, so wie du mir erscheinst, wirst du dich wunderbar im Leben rumtreiben können und auch Verbindungen und Kontakte aufbauen können. Aber du hast es bisher immer geschafft, oder du hast es nicht geschafft, es für dich anzunehmen, für dein Leben. Ganz genau. Das ist es, ne? Das ist genau der Punkt. Aber diese Einstellung hatte ich halt auch nicht immer. Es gibt da noch eine Vorgeschichte, die jetzt aber etwas länger ist. Das wird hier wahrscheinlich jetzt den Rahmen mittlerweile sprengen. Ja, leider, weil die Sendung gleich rum ist. Es würde mich sehr interessieren, was du mir da noch zu erzählen hast. Das können wir leider nicht machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Noch eine Frage. Bist du Einzelkind? Bin ich. Bist du. Und das Verhältnis zu deinen Eltern ist wie? Eigentlich gut, wenn ich nicht mit diesem Thema wieder um die Ecke komme, weil wir das mittlerweile schon seit 2009 wöchentlich diskutieren. Ich verstehe. Also da muss was passieren jetzt, Christopher.
Ja, ganz genau. Definitiv. Und wir überlegen jetzt im Hintergrund, was wir dir da konkret noch raten können. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss, Christopher. Tschüss, Domian. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Friederik Marquardt und morgen heißt unser Thema Fleisch. Ich möchte gerne rundherum über das Thema mit euch sehr gerne sprechen. Ihr könnt mailen domian@wdr.de, ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer kostenfrei oder gerne auch während der Sendung. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.